Hallo, ich habe mich mal getraut, Chengdu zu verlassen und bin etwas in die Provinz gefahren. Ich bin gerade in Ya'an, das ist ungefähr 100 Kilometer Luftlinie südwestlich von Chengdu. Und hier gibt es einen sogenannten Tür, also so einen Turm, der aber scheinbar doch nicht irgendwie eine konkrete Funktion als Wachturm hatte, sondern einfach nur ein Zierturm war. Ich stehe hier gerade am Tor von diesem kleinen Areal. Das ist ungefähr 30 mal 30 Meter groß, liegt irgendwie mitten im Nirgendwo. Und ich musste erstmal ein paar Nachbarn hier mobilisieren, damit mir überhaupt jemand die Tür aufmacht, weil hier scheinbar niemand irgendwie hinkommt und sich das mal anguckt. Ja, was haben wir hier? Also das ist, ich stehe direkt im Eingangstor jetzt quasi. Und man wird da begrüßt von zwei Steinlöwen, die in ungefähr 10 Meter Abstand stehen. Und dann gibt es hier allerhand Steinschnitzereien auf Steinplatten, die aber unpraktischerweise irgendwo in der Ecke stehen, hintereinander, sodass man von den Steinplatten und den Schnitzereien irgendwie großartig nichts sieht. Dann gibt es das etwas größere offene Gebäude, diese Galerie. Auf der linken Seite, die wir gerade sehen, wo ein paar Stelen drin sind und Gedenksteine mit Texten über den Herrn, dem das Ganze hier gewidmet war. Diese Tür, der Herr Gaui, das war ein General, glaube ich, der östlichen Han-Zeit. Und gestorben ist er 209 nach Christus und da wurden auch die beiden Türen aufgestellt. Die Stelen sind aber aus späterer Zeit, wie mir scheint. Es sind nicht alle unbedingt so gut erhalten, dass man sie lesen kann. Aber die, die ich lesen konnte, stammen aus der Qing-Zeit oder sogar aus der Republikzeit. Es gibt hier zwei Türen, wie ich schon sagte, einmal den kleineren, da gehe ich mal kurz nach links. Das ist der hier. Das ist ungefähr 3 Meter hoch, 2,80 Meter, 3 Meter. Und dann gibt es diesen größeren Tür. Und sowas Ähnliches haben wir auch schon auf diesem einen dekorierten Stein gesehen, auf diesem Zierstein. Der ist größer, stand auch auf der einen Tafel drauf, wie groß er genau ist. Die Tafel ist übrigens sehr sparsam mit Informationen, außer dass der Stein genau ausgemessen war und ich mir jetzt aber blöderweise die Maße nicht gemerkt habe. Aber auf jeden Fall relativ ungefähr 3,80 ist der, glaube ich. Wie gesagt, ich habe es mir nicht gemerkt. Und ja, es sind, man sieht Bambus auf der rechten Seite, auf jeden Fall. Jetzt werde ich mal rumwackeln. Dann ist hier noch so ein Gang hier hinten, wo man sich hier lang bewegen kann. Und da stehen diese ganzen Steinplatten auch mit Steinschnitzereien. Die sind aber, wie gesagt, einfach nur hingestellt, um aufbewahrt zu werden. Da kann man leider wirklich nicht so sonderlich viel drauf erkennen. Diese beiden Türen sollen wohl die besterhaltenen sein. Man kann auch noch einiges drauf erkennen an Text und an Steinschnitzereien. Das Problem bei den Steinschnitzereien ist, dass die meistens relativ weit oben sind und ja, deswegen mit der Kamera wahrscheinlich nicht so gut einzufangen. Ich werde aber trotzdem jetzt mal näher dran gehen. Wir kamen durch das Tor im Norden. Ich bin jetzt an den kleineren, den linken Turm gegangen. Das ist der Dongtür, der östliche Tür. Und darauf ist eine Inschrift zu erkennen, die ich sogar teilweise übersetzen kann. Sind vier Steine mit jeweils sechs Zeichen und man liest von oben rechts nach unten links. Han Gu Yi
Und jetzt wackeln. Zhou Tai Shou, also der große Gouverneur oder Verwalter der alten Han-Provinz Yizhou. Weiter geht's. Uin. Das Zeichen ist für mich nicht erkennbar, auch nicht, wenn ich näher dran gehe. Shang Di Shi. Tja, keine Ahnung. Rätselraten. Also, ich werde mal wörtlich übersetzen. Militärisch, Schatten, nicht lesbares Zeichen. Oben, aufzeichnen, Geschichte. Aber Shi kann nicht nur Geschichte im Sinne von einer Geschichtsschreibung sein, sondern auch der Geschichtsschreiber. Ich werde mal gucken, ob ich da einen Sinn reinkriege, wenn ich mich da mit dem Wörterbuch dran setze, um mit den Zweit- und Drittbedeutungen zu zeichnen und mal gucken, ob ich da irgendwas Vernünftiges rauskriege. Wir gehen weiter nach links. Der Boden ist übrigens etwas matschig und unregelmäßig hier. Deswegen nicht wundern, wenn es ein bisschen chaotisch wird beim Kameraverstellen. Ju Xiao. Für mich nicht lesbares Zeichen, ist aber deutlich geschrieben. Ich werde es einfach abschreiben. Zhu Bu Zung. Ist nur auf der Kamera nicht lesbar, wenn man davor steht, aber schon. Shi. Gao Jun. Zi Shi Fang. Dieses, gehen wir wieder nach oben. Du Xiao, er hielt hoch Xiao, die kindliche Pietät. Für mich nicht lesbares oder erkennbares Zeichen. Zhu Bu, alle Teile oder Abteilungen oder Abschnitte. Zung, folgen oder folgten. Der Angelegenheit. Gao Jun, der edle Gao. Und jetzt wird's wieder schwierig. Zi Shi Fang. Ich werde ins Wörterbuch gucken und es euch in die Videobeschreibung setzen. Ich kann da jetzt nämlich so spontan nichts zu sagen. Ich kenne die Zeichen zwar alle. Zi für Zeichen, Shi für voll oder konkret und Fang entweder Richtung oder Person oder Gegend. Es kann sein, dass es nochmal eine Personenbezeichnung ist, der Zi-Name oder mit Zi-Namen, Shi Fang. Ich weiß aber nicht, ob es diese Zi-Namen in der Han-Zeit auch schon gab, deswegen kann ich dafür jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass es einfach nur eine Nennung seines Namens ist. Wie gesagt, ich setze es dann in die Videobeschreibung. Und dann gehe ich nochmal in die Mitte. Man kriegt nicht alles drauf, weil der Abstand zu klein ist. Hier sieht man das Dach und hier ist noch eine Fläche. Und auf dieser Fläche waren wohl mal Steinschnitzereien. Das Problem ist, dass die doch schon so mitgenommen ist durch die Erosion, dass man darauf kaum noch was erkennen kann. Also man sieht irgendwie zwei runde Elemente, das könnten eventuell Streitwagenräder gewesen sein. Aber gutes Material ist halt roter Sandstein, deswegen halt schon stark erosionsanfällig. Es kann auch sein, dass weiter unten, wenn wir mal unter den Text runtergehen, da sind hier auch noch zwei undekorierte Flächen. Kann sein, dass da auch noch was abgebildet war, aber da ist auch nichts mehr zu erkennen. Aber das mit den Streitwagen ist schon gut möglich. Ich werde gleich mal zum größeren Westturm gehen und da sehen wir noch Steinschnitzereien, die besser erhalten sind und wo man halt mehr draus sehen kann. Der Si-Tür, also der westliche Tür, zeigt ebenfalls eine Inschrift an der Nordseite. Ich wollte ihn einmal komplett zeigen, beziehungsweise, naja, komplett, was von ihm noch übrig ist. Man sieht einmal in der Mitte dieses zentrale Gebäude, diesen zentralen Gebäudeteil, und dann sieht man hier noch einen Seitenteil. So, und man
muss jetzt davon ausgehen, dass hier auf der linken Seite noch ebenso ein Seitenteil war. Ist aber leider zerstört und nicht erhalten geblieben. Auch darauf findet sich im unteren Bereich wieder ein Text bei dem Hauptteil. Bei dem Seitenteil hier ist es so, dass der hier vorne undekoriert ist. Hier oben sind Steinschnitzereien, aber hier ist nichts drauf, also weder Text noch Bild. Es sei denn, das Ganze ist halt einfach durch Erosion abhanden gekommen, aber es lässt sich irgendwie eigentlich gar nichts erblicken. Ich gehe jetzt einfach mal näher dran und dann gucken wir uns zuerst den Text an und dann geht's weiter. So, hier bekommen wir glücklicherweise alle Platten gleichzeitig drauf. Wir lesen wieder von hier runter, 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 runter. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Han Gu Yi Zhou Da oder Tai Shou. Dann kommt ein nicht lesbares Zeichen und dann Ping Du. Dann, das liest man glaube ich, Nai U Yang Ling Bei Nan. Keine Ahnung, Du Xiao. Dann kommt wieder dasselbe Zeichen, was eben auf dem ersten auch schon war, was ich da auch nicht kannte. Gao Jun Zi Shi Guang. Damit wäre das in der ersten Zeile, also hier, wieder akkurat dasselbe wie eben. Also der große Präfekt oder Gouverneur, Provinzvorsteher der alten Han-Provinz Yizhou. Und dann wird's schwierig. Ich versuche mal dran zu gehen und mir das Ganze genau anzugucken. Wahrscheinlich ist es einfach ein Ortsname, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Das obere Zeichen, jetzt muss ich gucken, da komme ich ins Bild. Dieses hier ist halt sehr stark beschädigt, deswegen ist es nicht einfach, da irgendwas rein zu interpretieren. Ping, Du. Du heißt Stadt. Und es kann sein, dass das erste Zeichen, das Ping, zusammen der Name einer Stadt sind. Kann auch sein, dass das erste irgendwas einzeln, alleinstehendes ist und Pingdu der Name der Stadt. Dann kommt Nai. Nai heißt alles Mögliche. Ich werde ins Wörterbuch gucken und es euch in die Videobeschreibung setzen. U, wieder kriegerisch oder militärisch. Und Yang. Der schwarze Teil vom Yin Yang, also Wärme, Männlichkeit, Bewegung, Stärke, Härte und so weiter. Ja, befiehlt Nord und Süd oder befehligt Nord und Süd. Cheng Zhu Xiao, die kindliche Pietät hochzuhalten. Also wahrscheinlich hat er dafür, ist er dafür eingestanden, dass in seinem Herrschaftsgebiet im Norden und im Süden diese kindliche Pietät geschätzt und geübt werden. Und dann kommt das unbekannte Zeichen in der letzten Zeile oben, das mir unbekannte Zeichen, da. Und dann wieder Gao Jun, der edle Gao oder der Herr Gao. Zi, falls es wieder der Zi-Name ist mit dem Zi-Namen, der ist diesmal nicht unterschiedlich. Das erste Zeichen ist gleich, Shi, aber dann statt Fang, Guang, also mit dem Zi-Namen, Shi, Guang. Gut, aber ob das wirklich der Zi-Name ist,
weiß ich gerade nicht. Und das werde ich euch dann später sagen. Dann komme ich zu dem kleinen Nebenbau. Der unterteilt sich ganz grob gesehen in vier Abschnitte. Nämlich einmal den unteren, wo diese wahrscheinlich freien Flächen sind. Also man kann darauf wirklich überhaupt gar nichts mehr erkennen. Weder Schrift noch Steinschnitzereien. Allerdings hier darüber finden sich schon Steinschnitzereien. Die sind aber so stark abgetragen. Deshalb ist es auch durchaus möglich, dass hier unten noch was war, was jetzt einfach verloren gegangen ist. Ist halt noch eine Steinschnitzerei. Da sieht man hier auf der rechten Seite noch so ein bisschen, aber es ist sehr schwer, da was rein zu interpretieren. Ich zoome mal dran. Ja, so Chabudor geht das. Muss ich nur wieder mit dem Finger das Bild treffen. Aha. Also hier scheint ein laufendes Tier zu sein, mit dem Schwanz über dem Rücken, dass das Maul aufgerissen hat. Das ist eventuell die Darstellung eines Tigers. Was man dann noch erkennen kann, ist hier, ich kann mit dem Finger weiter weggehen, dann kann ich das besser umkreisen, hier ein größeres kreisförmiges Element, wo hier unten irgendwas dran ist und wo hier noch irgendwas neben ist, das man nicht erkennen kann. Hier oben ist es auch so stark beschädigt, dass man nichts mehr erkennen kann. Aber wenn man von unten in den Kreis reingeht, hier, dann scheint da auch eventuell ein laufendes Tier dargestellt zu sein. Aber wie gesagt, es ist extrem schwierig. Man kann da schwer was reininterpretieren. Das laufende Tier rechts ist relativ klar, auch wenn nicht ganz klar ist, was es ist. Und dieses kreisförmige Element, wo noch irgendwas drin und drum ist. Der dunkle Bereich des Sandsteins hier an der Seite ist vollkommen erodiert. Da lässt sich gar nichts mehr raussehen. Da könnte man eventuell versuchen, so eine Abreibung zu machen und schauen, ob man da noch was raussehen kann. Aber so mit bloßem Auge ist es gerade schwierig bis unmöglich. Dann zoome ich wieder raus, damit wir ein bisschen den Überblick haben. Dann haben wir hier einen Bestandteil. Dieses hier scheint in Stein die Nachahmung von Holzarchitektur zu sein. Das Lustige ist, dass ich sowas auch schon mal in Indien gesehen habe. Also ich war nicht selber in Indien und habe es da gesehen, sondern in einer Vorlesung über indische Kunst hat uns das eine Professorin gezeigt. Da wurde auch bei buddhistischen Grotten oder Nischen oder in die Wand eingehauenen Räumen wurde auch in den Stein wurden Elemente aus Holzarchitektur mit eingearbeitet. Und wenn wir uns hier diese typischen Aufhängungen angucken, wie man sie auch in klassischen chinesischen oder anklassischen chinesischen Holzdächern sieht, gibt es auch einen Fachbegriff für, den ich jetzt aber nicht mehr im Kopf habe, den chinesischen, weil ich den einfach vor 6 Jahren gelernt und wieder vergessen habe. Oder hier, wenn man von unten guckt, diese Balkenkonstruktion hier und dann diese Querbalken, die da reingehen. Also das ist eindeutig die Nachbildung einer von der Holzarchitektur. Da haben wir auch die Darstellung eines Pferdes. Scheint ein chinesisches Pferd zu sein, relativ gedrungen und kräftig mit kurzen, kräftigen Beinen. Und es ist anscheinend kein Wildpferd, weil der Schwanz zusammengebunden ist. Es hat nicht so einen langen, ausladenden Schwanz. Und es scheint so, als wenn hier vor ein Bäumchen steht und das Pferd genüsslich in einen der Zweige reinbeißt. Und wenn wir dann noch ein Stück höher gehen, dann sehen wir erstens mal, dass da schon das Dach kommt. Aber wir sehen noch eine Fläche. Ich versuche da auch mal wieder dran zu zoomen.
Oh ja, doch, das lässt sich sehr gut erkennen. Da bin ich ja begeistert. Wir sehen nämlich hier einen Streitwagen, Pferd, Wagen und jemand drauf. Wir sehen hier einen Streitwagen, hier der Wagen, da das Pferd. Und wir sehen davor Figuren, die sich alle samt, also Pferde und Streitwagen, wo ist mein Dings da, in diese Richtung bewegen. Also, Streitwagen mit Pferd und zwei Personen, die jetzt nach rechts laufen. Dann gehe ich mal an die Seite. Also ich gehe jetzt gegen den Uhrzeigersinn drumherum.